Wie du mit Nikolas Kröger den richtigen Rum probierst. Die Wagemut Tasting Week. Und heute probieren wir aber quasi alle vier. Herzlich willkommen hier beim Rumschnacker TV. Jeden Sonntag 18.45 Uhr eine neue Folge. Und um was es geht, hast du schon gehört. Aber nanu, wo sind wir denn gelandet? Nicht in der gewohnten Kulisse. Ich bin hier bei meinem Freund Olli. Und Olli hat sich bereit erklärt, mit mir die Sendung mitzumachen, dabei zu sein. Finde ich richtig geil. Olli hat sich schon lange her für Rum interessiert und ist über die Jahre dem typischen Bild gefolgt, den ich über Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten so immer in den Raum werfe und sage, so und so ist die Entwicklung. Da ist Olli ein Paradebeispiel für, wie er sich entwickelt hat und wo sein Geschmack heute ist. Und das werden wir natürlich auch im Folge der Sendung feststellen. Hallo Olli, schön, dass du da bist. Ja, danke schön und danke für die tolle Erklärung, wie mein Werdegang war. Ja, genau. So, ich fange einfach mal an mit dem typischen Auf einen Schnack rum. Auf einen Schnack rum, die Rubrik, wo ich eure Fragen beantworte, die ich aus den Social Media Kanälen fische und dann hier mal aufbereite. So, auf einen Schnack rum. Die erste. Wie findest du den Botran 15 Jahre rum? Das wurde ich gefragt. Olli, hast du schon mal was von Botran gehört? Nee, noch nicht. Okay, alles klar. Botran kommt aus Guatemala und ist letztlich, ich sage immer, die kleine Schwester von Zacapa. Und der Unterschied zwischen Zacapa und Botran ist, dass sie aus dem gleichen Grundstoff, aus dem Sugarcane Honey gemacht sind, also ein etwas anderes Geschmacksprofil aufweisen als der typische Melasse-Rum, aber auch ein anderes Geschmacksprofil aufweisen als der typische Agricole-Rum, ein Zwitter sozusagen. Und der große Unterschied zwischen Botran und Zacapa ist gesüßt und Botran ist nicht gesüßt. Da hast du also den Unterschied. Bei den meisten kommt Botran ein bisschen weniger gut an, weil er eben nicht gesüßt ist. Ich finde die gut und du hast gerade nach dem 15er gefragt. Der 15er ist den meisten noch ein bisschen zu bissig. Der müsste so Mitte 20 Euro kosten. Ich sage immer, der Sprung auf den 18er, der macht es. Und der ist richtig schön, wenn du so eine Art Rum mal kennenlernen willst. Die ist frisch, du hast Ananas mit dabei, so richtig teilweise grünen Noten, außen Agricole sozusagen und eben auch schon typische Melasse-Noten dabei. Und das Ganze wird häufig in Bourbon- und Sherry-Fässern gereift, also ein Schuss Sherry, damit dunkle Schokolade kommt dann auch noch da rein. So, und für wen ist der? Der ist nicht für den Einsteiger, weder Phase 1 noch 2, sondern für den Fortgeschrittenen, der das erste Mal dabei ist, zuckerlosen Rum zu trinken. Für den ist der wirklich gut geeignet. Frage 2. Wo kann man sehen, ob ein Rum gesüßt wurde? Weißt du das, Olli? Habe ich mal gelernt, tatsächlich, weil bei meinem ersten Rum-Tasting, ja. Da hat mir damals der Herr erzählt, dass man ein leichtes Zucker auf den Lippen zurückbehält. Richtig. So ist es. Genau. Auf der Flasche steht es nicht, aber wenn du das für dich feststellen willst, dann nimm den Rum auf die Lippen, lecke sie nicht ab, warte bis trocken ist. Und wenn du dann über die trockene Lippe mit deiner Zunge gleitest, dann, wenn dann eine Restsüße da drauf klebt, dann weißt du, dass Zucker im Rum ist. So kannst du das feststellen für dich. Frage 3. Wieso unterteilst du Genießer in Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten? Ist das nicht Framing? Was sagst du dazu? Ja, Framing weiß ich jetzt nicht. Irgendwann fangen wir doch alle an. Und das sind halt für mich auch die Einsteiger. Das heißt, in der Schule sind es die Grundschüler, nachher in der Sekundarstufe und dann nachher die in der Oberstufe. Und hier würde ich es genauso sehen. Das ist eigentlich eine Klassifizierung und kein Framing in dem Sinne. Ich finde auch, Framing hat sowas Negatives. Ja. Ich habe die Geschichte von jemandem gehört. Entschuldigung. Der war auf einer Whisky-Messe und da wurde auch Rum angeboten.
Und dann haben ihn die alle, also er hat dann irgendwelche Rums getrunken, die vermeintlich süß waren natürlich, so der erste Kontakt mit Rum, mhm. Plantation und was nicht alles. Und die Nerds haben ihm gleich gesagt, du hast keine Ahnung, das kann echt Rum und so, haben das gleich gebasht. Und das fand er nicht so gut, dass man, ja, aber das hast du überall eigentlich. Ja. Wenn Profis am Reden sind, ja. Ich habe immer das Gefühl, dass die Experten ganz oft vergessen, wo sie herkommen. Mhm. Was sie am Anfang auch mitgemacht haben. Selbst wenn da irgendwo eine Ausnahme ist, ist es bei den meisten ein ähnlicher Werdegang. Erst süß, dann trocken und dann extremer. Und so grob teile ich ja auch fortgeschrittene Einsteiger und Experten eben ein. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist ein Wegweiser, dem man folgen kann. Dann weiß man mal, wo man ist. Häufig sagen Menschen ja auch, jeder hat seinen eigenen Geschmack und so weiter. Ja, natürlich hast du das. Aber der entwickelt sich ja. Wenn du dich mit etwas beschäftigst, sei es Angeln, sei es Sport, sei es irgendwas, dann schreitest du ja fort. Du gewinnst mehr Erfahrung und behandelst Dinge anders. Du machst sie schneller, du bist zuverlässiger, was auch immer. Und so ist das mit Spirituosen auch, insbesondere natürlich auch Rum. Du veränderst das, was du weißt. Du veränderst deinen Geschmack. Passt den an, du willst mehr schmecken. Und so finde ich das nicht schlimm. Ich würde jetzt nicht sagen Framing, sondern ich würde sagen, ich beschreibe den Werdegang, der vielen Menschen fremd ist, wie man so Geschmack beschreibt. Und das ist nicht negativ gemeint, es ist einfach eine Feststellung. Du darfst auch alles trinken, was du magst. Das ist mir nicht Banane, aber das ist in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Wenn du trinkst und wenn das 100-mal gesüßt ist, ist es auch für mich in Ordnung. Ist ja deine Sache. So, das waren die drei Fragen auf ein Schnack rum. So, jetzt komme ich zum Highlight der Woche. Highlight der Woche. Da bin ich gespannt. Highlight der Woche ist immer so etwas für euch, für dich, was mir begegnet ist. Das muss nicht zwingend etwas mit Alkohol sein. Das kann auch einfach nur Genuss sein, wenn ich eine tolle Schokolade gefunden habe. Oder Kaffee könnte das auch passieren. Ich habe auch schon mal ein Kaffee-Special gemacht. Ich habe aber Folgendes, das lese ich mal kurz ab, und zwar den Plantation Fiji Island 2017-2023. Das ist eine Abfüllung über Kirsch von Plantation aus Fiji oder von den Fiji Islands. Warum gerade der? Nun ja, Plantation ist ein großer unabhängiger Abfüller, der sich aus verschiedenen Ländern rumbesorgt und die mindestens als Double Cask sozusagen reifen lässt. Mhm. Einmal im Ursprungsland und dann mindestens nochmal bei sich auf dem Cognac-Anwesen, Cognac Ferrand, das ist Plantation, die Holding oder der Besitzer, Eigentümer, nenn es wie du willst. Und die haben im Keller Cognac-Fässer. Und da kommt nochmal ein Rum rein, auf jeden Fall. Das immer in zwei verschiedenen Fässern der Gelegenheit, als Unique Selling Point, als Besonderheit, natürlich, auf jeden Fall. Das heißt, du hast auf jeden Fall ein Double Cask. Es geht bei, bis auf Mischrums oder so, geht bei Plantation kein Rum raus, der nicht mindestens zwei Fässer gesehen hat und eins davon ist Cognac. Er kann immer noch mal Specials-Versionen rausbringen, aber auch die sind mindestens durch zwei Fässer gegangen. Das war noch nie anders, habe ich noch nie kennengelernt. Und normalerweise, oder umgekehrt, Plantation war schon immer sehr offen dafür zu kommunizieren, wie viel Zucker sie in ihren Rum reinschmeißen. Das haben die auf ihre Webpage schon immer geschrieben. Ja, klar, nicht so prominent, man musste mal ein bisschen gucken, ist mir klar. Aber die Hersteller haben gesagt schon immer, ja, wenn der Kunde das will, machen wir das so. Ja, und das kann ich nur nachvollziehen. Ganz ehrlich, wenn ich große Zahlen verkaufen will und nicht gerade am Selbstprojekt bastel, wo ich sage, ich mache mal einen Rum für mich und ich möchte den verkaufen, das soll eine wirtschaftliche Geschichte sein, würde ich den auch lieber süßen als nicht, weil einfach viel mehr Käufer da sind. Später kannst du damit finanzieren, was du für höherwertiger hältst. Aber Plantation hat es schon immer offen kommuniziert, das hat mir schon immer gut gefallen. Und es gibt in den Plantation-Reihen die ganz wenige Rumsorten, die nicht gesüßt sind. Zum Beispiel ist einer der berühmtesten Standardabfüllungen ist zum Beispiel Plantation Xaymaka. Ja, das ist ein Jamaika-Rum, kostet unter 30 Euro, wenn du jemals Jamaika schmecken möchtest, mit 43 Volt auch nur abgefüllt. Auch gut. Ist total geil. Ich finde den super für das Geld. Total klasse. Ein ganz toller Rum. Das ist einer der ganz wenigen, die ohne Zucker sind. Und früher haben sie immer die Black Label, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, mit den schwarzen Flaschen. Und das waren immer so Sondersachen. Besonders alte, besonders seltene Länder und so weiter und so fort.
und der Plantation Fiji Islands 2017 bis 2023 hat erstmal 4 Jahre im Bourbonfass gelegen auf den Fidschis. Danach hat er 1,5 Jahre im Iron Root Cask, was immer das Eisenwurzel, ich habe keine Ahnung, welches Holz das sein soll, woraus das Fass gebaut. Ich weiß auch nicht, welcher Geschmack daraus kommt. Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Ich habe schon viel gehört und gesehen, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und dann nochmal 1,5 Jahr in Cognac-Fässern, also ein Triple Cask sozusagen. Das finde ich schon mal stark. Und mit 50% abgefüllt, 50 und irgendwas. Und die Dosage, also die Menge an Zucker, die da reingekommen ist, ist 0. Fidschi hat, wenn du Fidschi noch nie getrunken hast, immer diesen so einen leicht säuerlichen Geruch von Kotzfrucht. Kotzfrucht, Jackfruit. Jackfruit, immer so einen leichten kotzigen Geruch von Jackfruit. Ich mag Fidschi tatsächlich. Ich finde Fidschi richtig geil. Schöne Fruchtnoten, aber halt auch, ja, nichts für Einsteiger, kann man sagen. Unbequeme Aromen mit da drin. Unbequeme Aromen mit drin. Und so oft bekommt man das nicht. Und dieser Rum kostet 55€, sowas in der Richtung. Für einen 6-Jährigen. Ja, ne? Schon ein ordentlicher Preis. Das ist ein ordentlicher Preis. Spannend ist aber, bei whiskyfass.de habe ich den für 29€ gesehen. Wenn du also dieses Ding ohne Zucker für Fortgeschrittene, zweiter Level, zweite Phase, mal probieren willst, mach das. Es lohnt sich. Selbst wenn du feststellst, oh, ich mag das noch nicht, warte ab, das wird noch kommen. Ja? Und für 29€, selbst wenn du Versand noch drauf bezahlst, ey, ganz ehrlich, Whiskyfass, ich weiß nicht, ob es ein Printfehler ist. Ich habe gestern noch nachgeguckt auf dem Samstag und ich kann euch sagen, der Preis steht immer noch da. Das scheint echt zu sein. Also, wenn du Bock hast, whiskyfass.de, hol ihn dir da. Ich kriege keine Tantiemen, das ist keine Werbung, das ist nur meine Meinung. Wenn du den, probier das aus. Echt, du verpasst sonst was. So, und dann haben wir die Anfangszeit schon durch und jetzt kommen wir beide ins Spiel. Thema der Woche. Jetzt nehme ich den Olli voll mit auf die Reise. Wir machen das Thema der Woche. Und zwar die Wagemut Tasting Week. Ich werde in meinen sozialen Medien, TikTok, Instagram, die ganze Woche mich mit Nicolas Kröger mit Wagemut beschäftigen. Und auch mit den Produkten. Nicolas Kröger, kontrovers diskutiert, hat eine Butler-Ausbildung, ich glaube in Südafrika, gemacht. Hat Barschulungen ohne Ende gemacht, ist Sommelier, hat also wirklich viel, ist Destillateur, hat alles das gemacht und hat wirklich einen Plan von dem, was er erzählt. Da bin ich absolut dafür, dass er echt richtig Ahnung hat. Kann ich nicht anders sagen. So, und er hat schon viel mitgemacht. Er hat kurz vor einer Insolvenz gewesen, hat die Kurve gekriegt, hat in Berlin die Wagemut-Bar gehabt. Dann kam Corona, dann musste er schließen, hat er die verloren, aus welchen Gründen auch immer. Oder abgetreten, freiwillig oder unfreiwillig, spielt keine Rolle. Heute gehört es ihm nicht mehr. Und aber ihm gehört die Kavalierbar Wagemut in Wien, im Grand Hotel. Ich weiß nicht, wo das ist, ich war da noch nie. In Wien auf jeden Fall. Und da macht er natürlich wieder richtig schöne Cocktails, richtig schöne Sachen mit Spirituosen. Und er hat natürlich eine Produktionsstätte in Schleswig-Holstein und hat sich schon mit vielen, vielen verschiedenen Dingen ausprobiert. Und ich habe heute, vielen Dank, Nicolas, von dir 4 Produkte bekommen und die gehe ich natürlich in der Woche, in der nächsten kommenden Woche, nochmal durch auf meinen Kanälen einzeln und sage nochmal was zu Nicolas und so weiter. Und heute probieren wir aber quasi alle 4. Das machen wir. Zusammen. Und dann sage ich euch, für wen die jeweils geeignet sind. Und ein paar Eindrücke davon. Ne? Damit ihr noch ein bisschen was zu Hause zum Schmecken habt. Das ist also Werbung, unbezahlte Werbung, wie man so schön sagt. Ja. Gut, die Flaschen hat der Nicolas mir geschickt. Ich musste kein Geld dafür bezahlen, aber ich bekomme kein Geld. Wenn der Nicolas noch Lust hat und einen Rabattcode rausschmeißt, hatte ich ihn angefragt, für euch, dann haue ich ihn natürlich in die Beschreibung. Logisch. Wenn er nicht da ist, dann hat er andere Sachen um die Ohren gehabt.
So, willst du anfangen? Wollen wir anfangen? Ja. Ich habe eine Reihenfolge festgelegt. Ja. Nach meinem Erfahrungsschatz, den ich... Sehr gut. Sehr gut, den seht ihr hier auch aufgebaut. Wir fangen tatsächlich mit der Flasche hier an. Wir reden hier von einem Rumlikör tatsächlich. Steht drauf, ja, Zucker, echte Vanille. Da schauen wir uns das mal an. Ja, dann lass mal loslegen. Ida van der Elle, das ist eine Anspielung auf Vanille, nicht? Falls es nicht jemand... Oha. So, haben wir heute ja ein bisschen was zu schlucken. Ich würde sagen, wir riechen erstmal ein bisschen. Ne? Ida van der Elle. Die Vanille kommt so schon. Ich habe sie schon im Gehirn. Alter Schwede. Ja, wenn ich die Entfernung richtig justiere, dann ist der Sprit auch weg, komplett. Ja. Und ich rieche nur Vanille. Also Sprit rieche ich gar nicht. Nein, bei mir schon. Mir sticht das schon. Also ich würde tatsächlich, das ist also Vanille pur, mhm. Zucker, man riecht ihn halt. Ne? Ist sehr, sehr mild in der Nase. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Likör ist tatsächlich. Ja, steht drauf. Ach, steht drauf. Ja, dann müssen noch 100 Gramm drin sein. Finest Rum, only infused with real Vanilla Pots. Ja, das kann man sehen. Bei ihm auf dem Kanal hat er schon ein paar Mal gezeigt, wie er die Vanilleschoten bearbeitet. Rum-based Likör. Ach, Likör. Tatsache. Obwohl Likör kann im Englischen auch einfach nur Sprit heißen. Also das muss nicht unbedingt Likör heißen. Ja, wir sind hier aber bei 33,2%. Ja, Rum ist es auf jeden Fall nicht. Also da ist Rum drin, nicht? Ja, Rum-based halt, ne? Ja. Weil in den Staaten heißen die auch Liquor Store. Ja. Und deshalb, und das bedeutet nicht das Gleiche. Vorschluck. Boah, ist der süß. Für die, die süß lieben, wahrscheinlich nicht, aber für mich ist das extrem. Vanille, süß, rund, klebt. Wieso? Für mich. Aber für den, der das mag, für den, der ein feines, süßes Tröpfchen mag, für den ist es allerbester Kram. Keine Ecken, keine Kanten, kann ich dir sagen. Richtig. Von Komplexität merke ich hier auch nichts. Merkst du hier was anderes als Vanille? Das ist straight, ne? Das ist. Ich kann nicht mal den Rum richtig rausschmecken. Nö. Stimmt. Für mich ist das einfach Vanille. Für den, der auf Vanille steht, so ein Schlückchen dessertartig zu trinken und der brennt eigentlich gar nicht, ne? Nein. Also der brennt nichts, ne? Finde überhaupt gar nicht. Der ist sehr rund, sehr mild, weich. Allerbester Kram. Also, Ida van der Elle für alle, die ein Schleckerchen wollen, die einen Süßen rumsuchen. Für die ist das genau richtig. Vanille pur. Ein Monster sozusagen. Richtig schön. Und dennoch nicht zu intensiv. Wie, ach, das ist schon ganz schön dolle, ne? Aber ja. Aber es schmeckt nicht künstlich, ne? Nein, künstlich überhaupt gar nicht. Gar nicht, genau. Schmeckt echt, das wollte ich sagen. Ja. Schmeckt richtig echt nach Vanille. Er hat auch keine künstlichen Aroma oder natürlichen Aromen drin. Das ist echte Vanille, nicht mal Vanillin hat er drin. Nur, dass man das mal gehört hat. Ja. Jo, alles klar. Sollen wir den nächsten schon machen? Das können wir gerne machen. Kann man mal abends ausschenken. Genau. Für Freunde, ne? Genau. Früher haben wir die Kirschen auf den Tisch gestellt. Und wie heißen sie noch? Ja, für gute Freunde. Genau. Das war der Usung, ne? Für gute Freunde. Ich weiß nicht mehr. Für wen waren denn die Kirschen? Hier diese Kirschbonbons. Ja, weiß auch nicht. Piemont-Kirsche, die es nicht gibt. Ja, die es nicht gibt, ganz genau. Na. Nee, kommen wir weiter. PX Cask Barbados. Wagemut PX Cask. Das ist sein Hauptprodukt. Das ist sein Dauerrenner. Das ist das Ding,
Ja, das ist quasi sein, wie sagt man denn, sein Führungsschiff, sein Flaggschiff. Flaggschiff? Das ist sein Flaggschiff. Ja, sehr schön. Also ich lese hier mal kurz. Weiße Eiche und Sherry halt, Fässer, nicht gefärbt, kein Zucker, kein Bullshit. Super. Man sagt, da ist 10-jähriger Barbados drinne, eben mit Sherry in Sherryfässern gereift. Ich behaupte natürlich, dass die besonders feucht waren, die Fässer. Ja. Aber werden wir gleich mal schmecken. Er hat keinen zusätzlichen Zucker reingekippt, aber ganz ehrlich, PX, das ist einer der süßesten Sherrys überhaupt. Da muss man auch keinen Zucker mehr reinkippen. Ne? Dann hast, den hast du im Sherry. Danke. Warum waschen wir unsere Gläser nicht aus? Brauchst du nicht. Wenn du einmal hier so rumgehst, dann ist das übertüncht, was vorher drin war, schmeckst du nicht mehr. Ich muss noch mal eine Lanze für die Flasche brechen. Die ist hübsch. Die ist echt hübsch. Ne? Ist keine Standardflasche, so die runden, wie man sie überall, sieht. Genau. Ich finde die auch top. Ich finde die hervorragend. Lässt sich sogar gut mit ein- und ausschenken, ne? Ja. Häufig hast du ja noch diese Tellerlippen dran und mit denen kannst du schon wieder schlecht kippen. Wow. Ganz andere Liga als eben noch, ja, ne? Wir sind weg vom Likör auf jeden Fall. Ganz genau. Wir sind ja auch bei 40,3% angelangt. Ah. Was rieche ich? Ich rieche hier... Hm. Ich habe sowas wie... Für mich riecht das wie Schokolade. Was hast du? Und Frucht. Frucht, ne? Würde ich jetzt... Frucht, Schokolade. Ah, Piemontkirsche. Mit Schokolade, so riecht das. Wo wieder Piemontkirsche sind. So riecht das. Vorschluck vergessen, immer nur den Hauptschluck zählen. Oh, deutlich weniger Zucker. Mm. Sherry-Bombe. Also richtig viel Sherry. Muffig, modrig. Für mich schmeckt ja Sherry immer modrig, muffig. Mhm, auch denn. Ja, aber du hast trotzdem so diese fruchtigen Kirscheindruck hast du trotzdem. Obwohl Sherry und Sherry nicht gleich geschrieben wird, ne, im Englischen. Das eine mit SH, das andere mit CH, die Kirsche mit CH Sherry. Und SH Sherry hat nichts mit der Kirsche zu tun, schmeckt aber durchaus öfter mal nach Kirsche. Und der Rum gerät bei mir stark in den Hintergrund. Ja. Butterweich. Der Sherry ist federführend bei mir. Hinterher hast du erst den Rum. Hast du ein bisschen Nuss. Walnuss oder sowas. Habe ich noch hinten dran. Im Geschmack schmeckt er weniger intensiv fruchtig, wie er riecht für mich. Mhm. Ja, ist also eine Sherry-Bombe, ne? Durch und durch. Ich muss jetzt sagen, die Süße ist beeindruckend gering gefühlt. Ist mir trotzdem zu süß? Ja, tatsächlich. Da kommt aber auch ich finde ihn relativ weich. Ja, er ist butterweich. Ja. Jeder, der Zigarre raucht, kann ich nur sagen, der passt garantiert dazu. Ja. Er schmiegt sich an jede erdige Zigarre. Da klebt er sich so dran, das sage ich euch. Ja, was sagst du? Ich sag mal so, für einen schönen, gemütlichen Abend am Lagerfeuer, finde ich ihn super. Mhm. Ich halte nichts für nichts Ernstes. Nee. Aber lecker, ne? Ja. Also schmeckt deutlich besser als auch so 20 Gramm gewürzte Rums, oder? Ich sag mal so, wenn ein Rotwein-Fan oder sowas mal einen Rum probieren möchte. Das Ding. Ja, ich sag auch, wie würdest du denn einsortieren? Einsteiger 1, 2? Zweite Phase, ne?
Ja, zweite Phase, ja. Ja, ne, der Einsteiger erste Phase, der würde damit überfordert sein. Das denke ich auch. Also für Einsteiger zweite Phase, wenn du überhaupt mal was über Einsteiger fortgeschritten erfahren willst, das du noch nicht hast, kannst du hier mal oben nachgucken, da blende ich das mal ein, da geht es dann zu dem Video dazu. Ein solides Werk, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ich hätte das mir schlimmer vorgestellt. Er hat wirklich keinen Zucker reingetan. Ich bin erfreut über diese sanfte Zuckerung. Das ist nicht so dieses aggressive von nachgezuckert. Ne? Also der ist ja eine ganz andere Nummer. Ja, das deutlich weniger. Also der Abfall ist immens. Ja. Ich finde den gar nicht so schlecht. Und es nervt mich auch nicht so, das Gezuckerte wie sonst. Also es nervt mich immer noch, aber es ist ein anderes Nerven. Deutlich zurückhaltender. Den würde ich sogar vom Lagerfeuer. Ja, kann ich nicht anders sagen. Na. So ohne, also jetzt nicht so viel und so, aber den kann man gut vom Lager. Ja, genau. So richtig locker. Das ist top, top Ding. Ja, wäre ich dabei. Sollen wir uns den nächsten krallen? Sollen wir uns den nächsten krallen? Was haben wir denn? Bitteschön. Wir haben jetzt den Wagemut XO. Ja. Auch in Barbados. 18 Jahre in amerikanische Weißeiche. 18 Jahre. Da bin ich mal gespannt. Und anschließend 3 Monate in Sherry. In PX wahrscheinlich. Oder steht nur Sherry? Nein, ist PX Sherry. Tatsächlich, ja, ne? Ja, und ja. Auch hier steht wieder drauf, kein Zucker, nicht gefärbt, kein Bullshit. So ist es. Da bin ich aber gespannt. Ist das ein Rum? Kannst du mal raufgucken? Also hier steht nicht Rum drauf. Ne? Hier weiß man, Nein. Das ist kein Rum. Ja, aber 43,8 Umdrehungen hat der Junge. Das ist gut. Und er hat tatsächlich, wenn man es vielleicht ein bisschen sehen kann, eine Abfüllnummer. Der ist limitiert, ne? Der ist limitiert. Limitiert an der Stelle, ja. Mich interessiert noch, ob da drauf steht Rum, also wo? Rum! Ja. Hier steht Rum drauf. Warte mal. Ja, hier steht es nicht drauf. Also das scheint ein echter Rum zu sein. Das heißt, die Gesamtzuckermenge ist nicht über 20 Gramm. Und da wurde nicht so viel Sherry vergessen wie hier. Ja. Dann schauen wir mal. Ich freue mich. Danke. Fangen schon zu kleckern hier. Wir müssen die, glaube ich, ein bisschen zurückschieben. Ja. Ich glaube, bis hier geht die Kamera. Viel weniger Sherry im Aroma, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Deutlich weniger. Für mich riecht der typisch nach Barbados tatsächlich. Während ich hier keinen Rum gerochen habe, sondern Sherry, gehe ich hierbei und sage, das ist wieder ein Rum. Ja, tatsächlich. Ich empfinde das als sehr angenehm, denn, man darf nicht vergessen, einer der Rums, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, heute wäre es wahrscheinlich der Mount Gay Black Barrel, weil der noch unangetasteter ist, aber der Mount Gay, der große XO, ne? Den Reserve. Triple? Reserve Cask gibt es ja nicht mehr, der heißt jetzt Triple Cask. Genau. Tatsächlich. Ich finde den klasse. Also den würde ich immer mit von 3 Rums auf eine Einsammel würde ich den mitnehmen. Der erinnert mich einfach an einen richtig guten Rum in der Basis, ohne Stress. Und das ist genau der Geruch, den ich hier habe. Ja, oder? Tatsächlich. Findest du es nicht auch? Ja, tatsächlich. Obwohl der aus einer anderen Distille kommt, nicht? Bin mal gespannt, ob die Sherry sich da... Oder man weiß es nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo der herkommt. Barbados kann ja 4 sein. 4 verschiedene Distillen. Barbados kann relativ viel. Obwohl, ich glaube, St. Nicholas Abbey ist es nicht. Ich glaube, die machen heute nur noch Zuckerrohr. Früher haben sie sich produzieren lassen. Heute machen sie es selber. Darum ist der auch so schweineteuer. Oh, ich habe hier deutlich mehr Rum. Ja. Und viel weniger, aber immer noch Sherry. Ich habe jetzt ist umgedreht. Guck mal, in dem hatte ich immer Sherry an der Front und den Rum hinten dran. Jetzt ist umgedreht. Und jetzt ist umgegangen. Jetzt habe ich erst den Rum und dann im Ausklang so den Sherry, ne? Ja. Der gefällt mir gut.
Ich werde immer mal wieder gefragt, ich soll auch Preise raushauen, aber ich meine, so ein Video ist ja auch länger online. Ich glaube, das Ding kostet 20 oder so. Ich glaube, der kostet so 40. Der kostet so 80, ein bisschen drunter, glaube ich. Ja. Ist preiswert, das auf jeden Fall hier. Ne? Ist ja für, auch ein Likör, ne? Für Schnuckerschnuten auf jeden Fall. Das Ding, 40 Euro, finde ich gut. Kann man machen. Kann man machen. Und das Ding ist mir ein bisschen zu drüber. Der ist tatsächlich ein bisschen drüber, wenn man den vergleicht mit anderen. Mit Mount Gay XO, mit, ne? Mit einem XO, also generell Barbados, ne? Ist dann. Also zweifelsohne tolles Produkt. Man merkt, dass hier auch wirklich Wert drauf gelegt wurde, die Sherry-Note mit dabei zu packen. Ne? Also ganz deutlich die PX-Note. Ich finde ihn auf der Zunge selber sehr weich. Mhm. Super weich. Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen Karamell mit dabei. Und trotz seiner 43,8, also fast 44 Umdrehung, brennt ja gar nicht. Gar nicht, ne? Überhaupt gar nicht. Geiles Teil? Auf jeden Fall. Okay, vielleicht kommt der Preis auch in die Limitierung. Und weil er einen 18-Jährigen genommen hat, ne? Und den 18-Jährigen halt, ne? Der Barbados ist teurer rum. Also Barbados ist ziemlich hoch im Kurs in der Regel. Vielleicht bei den West Indies kann man noch mal ein bisschen günstiger kriegen, aber ich glaube, die anderen sind alle. Ich weiß gar nicht, ob Mount Gay überhaupt noch verkauft an andere. Ich glaube gar nicht mehr. Mhm. Und Foursquare kriegst du ja immer. Ja. Aber ist auch nicht billig. Ist auch teuer. Ja, tatsächlich. Ich habe leider zu spät mitbekommen, dass Rewe in Eigenmarke einen Foursquare rausgebracht hatte. Mhm. Den gibt es nicht mehr. Mhm. Der ist aus. Der ist leer. Der war super, für 15 Euro oder so rausgeballert. Habe ich leider zu spät mitbekommen. Ja, das Ding kannst du eigentlich im Sechserträger im Keller stellen. Na, falls jemand noch rankommt an Rewe's Barbados-Abfüllung, ist von Foursquare, kostet unter 20 Euro auf jeden Fall und ist zuckerlos, also nichts für, den kannst du zum Mixen nehmen, für Cocktails, für Cola kannst du den sogar nehmen, wenn das Lust ist, aber den kannst du sogar pur trinken. Ja, ja, ist kein reißt dich nicht in den Himmel oder so. Aber ey, auf dem Lagerfeuer funktioniert der auch. Ja, natürlich. Na, klar, der ist viel runder, viel lieblicher. Ja. Keine Frage. Aber dafür ist der andere ohne Zucker, nicht? Darf man auch nicht vergessen. So, und hier haben wir schön gemacht. Ich finde den super, tatsächlich. Ich finde den richtig lecker, vor allem, weil man Barbados so richtig schön rausschmeckt. Ja. Ne? Das finde ich klasse. Hat mich sofort an Mount Gay erinnert. Ne? Tatsächlich. Plus die Sherry hinterher. Ja, Sherry muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich persönlich liebe Bourbon-Fassreifung total. Es ist aber auch mal was anderes. Ja, was anderes. Ja. Keine Frage. Also, Top-Produkt, kann ich nur sagen. Und jetzt kommen wir zur Endstufe. Zum Premium. Zur Endstufe. Na, den Wagemut Maduro aus Trinidad haben wir hier. Nicolas Kröger hat eine Sonderserie rausgebracht mit drei verschiedenen Rums extra auf Zigarre abgestimmt, nehme ich mal an. Ne? Maduro hört sich so an, ja. Ich gehe davon aus, also wir haben hier bis zu 20 Jahre Ui. Soll da rum drin haben. Ui. Und ist zusätzlich gealtert in Walnussfass, PX Cherry und ja, Pardo, also PX scheint Cortado so eine Cherry Cask. Also, ja, okay. Guck mal, also PX Cask scheint so eine Hausnote zu sein, ne? Würde ich sagen. Na? Und jetzt haben wir halt noch ein anderes Sherry-Fass dabei, was noch hinterher kam. 47,6 Umdrehung. Na endlich, in meinem Wohlfühlbereich. So ist es. Was ich jetzt nicht gelesen hatte, stand bei den anderen immer drauf. No Bullshit steht nicht drauf? Ist einfach Bullshit drin? Kein Bullshit fehlt, also. Kein Zucker fehlt und keine Färbung fehlt auch. Aber bei den Sherryfässern, was er angegeben hat, da macht die Farbe schon Sinn. Würde ich auch sagen.
Wenn du den durch drei Sherry-Fässer oder was waren das? Zwei Sherry-Fässer. Ein Walnuss, zwei Sherry. Ja. Und ich finde die schon recht dunkel für ohne Farbe. Ja, klar. Das wird vom Sherry-Fass, glaube ich, kommen. Jetzt haben wir noch ein zweites Sherry-Fass. Und vorweg. Danke, reicht. Vorweg. Obwohl ich sage immer, auf Farbe keine Rücksicht nehmen. Tut mir leid. Man kann so viel machen, das bedeutet gar nichts. Die Farbe, du kannst mit der Farbe auf gar nichts wirklich dich verlassen. Du kannst eigentlich auf nichts zurückschließen. Und das bedeutet auch schon mal gar nicht, je dunkler, je besser oder sowas. Das ist alles Kokolores. Ui. Ui. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe hier wieder verdammt viel Sherry in der Nase. Mhm. Der Rumgeruch ist nicht so kräftig wie hier. Riechst du die Walnuss? Nussig. Mhm. Aber ich habe auch Karamell wieder. Ja, ganz viel. Also die Vanille ist weg. Und so ein Stich Rotfrucht habe ich. Ja. Steht ja aber auch drauf, bis zu 20 Jahre. Mm. Alter, das Ding ist ja wohl... Trinidad drum ist es. Mm. Und es ist ein Spirit Drink, wusste ich's doch. Also, das Ding ist also wieder mit sehr feuchten Cherryfässern bearbeitet. Das soll nichts Schlechtes heißen, ich will es euch nur sagen. Ist kein reiner Rum. Aber ich nehme auch an, dass er seine Philosophie ist ja nicht nachzuckern, jetzt mal abgesehen von, wenn er ein Likör bastelt, hier so ein Ding. Aber ich glaube nicht, dass er da Zucker reingeschmissen hat. Schmeckt. Nee, Zucker glaube ich nicht. Man schmeckt die beiden Sherryfässer extrem. Mhm. Die Walnuss ist bei mir im Schmecken weg. Im Geruch war sie noch da. Ich habe schon wieder Moder. Also Sherry überfällt mich immer mit Moder. Hm. Ist so, kann ich nichts gegen tun. Ja. Aber es ist auch für mich immer ein Zeichen, dass es Sherry ist und nicht Port. Port erzeugt nicht Moder bei mir. Das stimmt. Sherry immer. Ja. Walnuss da. Auch wenn ich Bowmore Whisky trinke. Ne? Da ist er sowieso so modrig und dann hat er auch immer so ein Sherry-Krams dabei. Das ist für mich Moder pur. Pugal auch. Brugal-Rum hat für mich auch so eine Modernote. Sehr weich. Butterweich. Brennt nicht die Bohne für die Umdrehung. 48, die schmecke ich gar nicht. Nein. Der schmeckt wie 38 und nicht 48. Würde ich auch sagen. Ich finde ihn sogar super intensiv. Super intensiv. Ich wollte eigentlich sagen, fast süß. Mhm. Also am Gaumen. Für mich ist er zu süß, auf jeden Fall. Das ist mir zu viel Sherry. Aber auch hier, ich weiß ja, dass die meisten oder sehr viele Zigarrenraucher süße Spirituosen zu ihren Zigarren lieben. Ich persönlich nicht. Ich bin auch da total trocken unterwegs. Aber auch das hat ja immer die Sichtweise. Schaue ich, wie verändert meine Spirituose die Zigarre? Oder wie verändert die Zigarre meine Spirituose? Mhm. Und bei mir ist es immer so, dass ich immer gucke, wie verändert die Zigarre meine Spirituose? Und viele Zigarrenraucher machen es aber genau andersrum. Die gucken, was macht die Spirituose mit meiner Zigarre? Und die bevorzugen immer, aus meiner Erfahrung, was Weiches. Was Süßes, Weiches. Ja. Die sind mit dem Legendario am besten aufgehoben. Kennst du ja das süße Ding, Nuckelding. Wenn ich das jemandem empfehle, die fallen auf den Rücken, ne? Weil sich das so super verbindet. Ist auch meine erste Empfehlung. Wenn ich blind sagen, nimm Legendario, passt. Ja. Passt immer. So, wir haben hier also ein super Ding in der Begleitung für Zigarre. Kann ich nicht anders sagen. Ich finde das Ding objektiv total geil. Super intensiv. Sherry. Ja, eine Bombe. Bam. Für mich allerdings ist der Gewinner von heute der da. Ja. Kein Zucker,
Also alles im Rahmen. Ich schmecke den Barbados rum. Ich werde begleitet vom Sherry. Der übernimmt nicht die Kontrolle. Richtig. Auch hier habe ich das Gefühl, der Trinidad Rum ist von Haus aus meistens, ne, also die heutigen normalen Trinidads von Angostura sind ja eher leicht, Kolonne und so weiter, vanillig, ja, und pfeffrig auch, aber nicht besonders schwer. Die können auch Ausnahmen, aber so generell. Ich glaube, dass das auch so ein Rum im Untergrund ist. Hier schmecke ich nichts mit Ester und Fett. Nein, und intensiv, gar nichts. Der Rum ist einfach anders. Und die pfeffrige Note ist gut für Zigarren, kann ich sie so sagen. Mhm. Vielleicht hat der Nikolas genau deshalb das gemacht. So eine leichte Pfeffernote im Rum ist super gut in der Kombination mit fast allen Zigarren. Ich rauche nicht, ich rauche keine Zigarren. Ja, ich kann dir das so sagen. Das ist sehr schön. Ne? Und deshalb glaube ich, dass er das vielleicht auch so gemacht hat. Vielleicht gar nicht absichtlich, aber er raucht ja auch Zigarre, er weiß das ja auch. Ja, also ich denke dass es nicht unabsichtlich ist. Wenn ich Zigarre rauchen würde, glaube ich, wäre das hier heute Abend mein Favorit. Für die Zigarre. Bin ich mir auch sicher. Ne? Das Ding ist so geil, schwer. Das überzeugt tatsächlich. Ja. Für Rum-Fans tatsächlich. Mhm. Der. Ne, der XO tatsächlich. Der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Ne. Also den finde ich ganz, ganz, ganz große Klasse. Also Süßmäuler für Rum, Weinfans. Einsteiger Phase 2. Genau. Das fortgeschritten ist Phase 1. Ja. Und der und ist, das ist wieder zurück. Für die Zigarre. Ja. Für die, die Zigarre lieben, genau. Man kann ihn in der Phase Rum kann man ihn schwer einsortieren, weil er dafür zu viel wollte, aber man schmeckt sie auch nicht. Also eigentlich schon in diese gleiche Richtung. Ja. Ja. Ich glaube schon. Obwohl ich würde fast behaupten, dass der im Abgang mehr Alkohol hatte als der, weil da schmeckt. Ja. Ich bin bei dir. Der schmeckte viel weniger intensiv, ne? Also nach Schnaps. So. Das war's für heute. Das war der Beginn der Wagemut Tasting Week. Vielen Dank, Olli, dass du Zeit hattest. Ja, vielleicht sehe ich dich ja mal wieder. Und vielleicht lass dir mal einen Kommentar da, wie euch das gefallen hat mit dem Olli zusammen. Vielleicht lade ich ihn öfter ein. Vielleicht lade ich mich öfter beim Olli ein. Ja, komm mit was rum und dann filmen wir das zusammen. Kannst ja mal da lassen, wie es dir gefallen hat. Ich habe ja angekündigt, die Hampton Box live zu verkosten. Ja. Bei Hampton bin ich dabei. Und wollte dich fragen, ob du nicht Lust hast, zu mir zu kommen. Der Termin steht noch nicht. Und dann live YouTube das Ding vor der Kamera zu rocken. Auf jeden Fall. Ja. Guck mal. Termin mache ich noch mit euch ab. Wer das noch nicht, in den Community Notes habe ich dagelassen. Ansonsten, wer es nicht mitgekriegt hat, frage ich nochmal. Also die Hampton Blitz Verkostung, die 8 Marks Collection von letzter Woche, die ist gut angekommen, aber die Leute haben sich mehr gewünscht. Ich überlasse das ja normalerweise euch, das genaue Herausschmecken, sondern ich gebe euch immer nur einen Schubser in die richtige Richtung. Je mehr Erfahrung man hat mit Schmecken, desto unterschiedlicher sind unsere Geschmacksempfindungen. Deshalb reiße ich in der Regel nur die dominanten Noten an, die vielleicht jeder schmecken kann. Und was du dann im Genauen schmeckst, das überlasse ich immer dir. Jetzt haben sich aber der ein oder andere, ich glaube, es waren mehr als nur einer, gewünscht, dass denen das zu schnell war und dass ich das einfach nur so als kleine Einschätzung gemacht habe mit den 8 verschiedenen. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich mache eine Live-Verkostung draus und die Jungs und Mädels draußen haben schon gesagt, ja, das finden sie gut, das wollen die. Mhm. Sieht auch so aus, als wenn YouTube gewinnt. Und da würde ich sagen, ja, freue ich mich schon drauf. Also, wenn du Bock hast, auch die Hampton 8 Marks Collection gemeinsam mit mir live zu probieren, du kannst sie dir besorgen, du kannst einfach nur zugucken, das liegt ganz bei dir, dann machen wir es gemeinsam. Kannst du in der Community einmal mit wetten sozusagen, nein, abstimmen. Und dann sehe ich einfach, was ihr wollt. Machen wir live mit YouTube, dann mit Olli. Ich spreche mit Olli einen Termin ab, dann gebe ich euch den Grund. Und dann gucken wir mal, dass wir das gemeinsam vor der Kamera rocken. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja. Ja, freue ich mich drauf. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Gut, freue ich mich. Und ich würde sagen, habt einen schönen Sonntag noch.
schönen Start in die Woche und in diesem Sinne, macht's gut. Ja. Ciao.